bis wir Ende 2012 die Nachricht erhielten, dass wir Melanie nie wiedersehen würden. Wiebke Steinberg und Oliver Krämer zeichnen zwei Lebenswege nach. Melanie, du weißt, dass du stirbst, wenn du so weitermachst, ne? Oh. 944 Drogentote im vergangenen Jahr. Sie ist eine davon, Melanie, abhängig von Heroin und Crack. Gestorben mit nur 28 Jahren. Rund 75.000 Menschen bekommen einen Heroinersatz. Eine davon, Christiane F. Mit 15 wurde sie weltweit bekannt durch das Buch Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Heute ist sie 51. Ich habe nie gedacht, dass ich so alt werden würde. Christiane F. und Melanie. Zwei Frauen mit einer ähnlichen Geschichte.